So, dann geht es mal weiter. Munter mit dem lustigen, ja, Stangchen buddeln. Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Hallo erstmal, ne? Ich vergesse hier tatsächlich komplett die Begrüßung. Was ein Fauxpas. Also der Knigge hätte mich jetzt wieder gerügt. Na Leute, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Hä? Wir versuchen jetzt so schnell wie es geht, diesen Weg hier endlich mal fertigzustellen, damit wir die schönen Schienen legen können. Das wird ein Spaß. Nein, ich weiß, es wird kein Spaß, aber... Also die Musik, die haben wir doch letztes Mal schon. Unglaublich. Ach so, ja gut, dann ist das okay. So, wie gesagt, weiterhin gilt, nicht runterfallen. Das wäre nämlich ein bisschen schlecht für uns. Weil wir jetzt auch unheimlich viele Steine dabei haben. So, und ich würde sagen, wir können hier wirklich durchziehen. Ja, ich muss wirklich sehr hart aufpassen. Oh. Ja, perfekt. Weg damit. Habt ihr den neuen Trailer zu King Kong gegen Godzilla gesehen? Habt ihr überhaupt Bock auf solche Filme? Jetzt mal ganz im Ernst, also so einfach mal so in den Raum geworfen. Also mein Sohnemann und ich habe ja so eine Art der Tradition, kann man nicht sagen, aber waren schon in Godzilla 2 alleine im Kino. Und wir hatten uns auch fest vorgenommen. Okay, hier. Beim nächsten Teil Godzilla gegen King Kong ebenfalls ins Kino zu gehen. Nur wir beide, ne? Vater, Sohn und so weiter. Das ist richtig mega. Natürlich ist er jetzt ein bisschen blöd wegen Corona, wegen Kinos und so weiter. Das, na, muss ja nicht großartig mehr thematisieren. Aber Alter, der Trailer. Der Trailer. Aber der Trailer zu dem Film, Alter, war der. Alter, der war so mega. Mögt ihr überhaupt solche Filme? Also ich stehe voll auf diese Monsterfilme. War schon als Kind so. Godzilla und King Kong. Ach, Alter. Ich habe es geliebt. Ich war sowieso schon immer so ein bisschen merkwürdig. Monsterfilme und Superheldenfilme. Ja, damit kannst du mich locken. Und dann gab es echt Leute, die gesagt haben, ja, aber King Kong gegen Godzilla, ja, ist ja unrealistisch, weil. Und ich habe mir gedacht, als ich die Kommentare gelesen habe unter den Links, ist das jetzt euer Ernst? Ihr fragt nach Realismus in einem Film wie King Kong gegen Godzilla? Wie geht das? Ich meine, hä, was? Wieso? Und dann kamen einige und sagten wieder, ja, das ist voll der Schrott. Ja, dieses ganze aufgewärmte Scheiß vom früher, man sollte die Leichen halt nicht ausgraben. Finde ich gar nicht. Also ich finde, wenn man es richtig gut macht, ja, dann sollte man das definitiv machen. Und mal ganz im Ernst, in Japan, da gibt es ja quasi jedes zweite Jahr einen neuen Godzilla-Film. Ja, das ist natürlich übertrieben, aber weiß ich nicht. Also Godzilla ist noch voll in Mode. Ich weiß nicht, wie man da irgendwie so, ja, so maulen kann. Aber da freue ich mich, als ich den gesehen habe. Oh mein Gott. Und höchstwahrscheinlich, ich denke mal, dass es so wird. Es wird ähnlich wie bei dem Film Superman gegen Batman. Da war es ja auch so, dass sie gesagt haben: Oh mein Gott, Superman gegen Batman. Ne, wie kann das so funktionieren und so weiter? Das sind so Superhelden, die sollen zusammenarbeiten. Ne, warum mögen die sich nicht? Aber letztendlich war es ja so, ich glaube nicht, dass ich jetzt großartig spoiler, wenn ich jetzt verrate, ne, was da passiert. Also letztendlich war es ja halt so: Superman gegen Batman. Mochten sich erstmal nicht und dann irgendwie haben sie dann halt aufgrund einer größeren Gefahr, haben sie dann tatsächlich Hand in Hand zusammengearbeitet. Die sind jetzt nicht Hand in Hand da lang gegangen. Das nicht. Obwohl hätte bestimmt lustig ausgesehen. Aber sie sind dann halt, ne, haben sich dann halt geteamt und so weiter, dann auch hinterher mit Wonder Woman. Der Film ist von 2016. Ich hoffe, da ist jetzt niemand, der sagt, hör, du hast voll gespoilert, du Arsch. Und wenn doch, dann sorry. Und ich denke mal, so ähnlich wird es auch bei King Kong gegen Godzilla sein. Weil unsere beiden ja, Monsterhelden aus der Kindheit, weil die gibt es jetzt halt schon ein bisschen länger, ich glaube nicht, dass sie wirklich tatsächlich, dass dieser. Also im Trailer haben sie ja gesagt, Godzilla greift irgendwie Menschen an, das hat er noch nie gemacht, wir wissen nicht warum. Ja, und ich denke mal, da wird der Hund begraben liegen, also entweder, naja, entweder ist es Mecha-Godzilla, also.
ein nachgebauter Godzilla, der halt wie Godzilla aussieht, aber in Wirklichkeit ein Roboter ist. Ja, und dann kommt King Kong halt und kämpft dann und irgendwann kommt der richtige Godzilla und sagt, ey, was ist hier los, Bruder? Ey, mach mir nicht nach und so. Ja, aber ich denke mal, es ist halt, wie gesagt, eine größere Bedrohung und am Ende sind die dann halt auch wieder Hand in Hand, nicht wirklich, wie gesagt, und dann kämpfen die da. Und ja, die Story ist vielleicht ein bisschen flach und platt, aber wir sprechen hier von einem Monsterfilm. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ja, also das Buch war definitiv besser. Ich liebe solche Leute, die wirklich damit ankommen. Das war zum Beispiel bei iRobot. iRobot kennt ihr vielleicht noch? Das ist damals der Film mit Will Smith. Da ging es ja halt auch um Droiden und wie sie dann halt in Zukunft unser Leben bestimmen. Und die Gefahr, die von solchen Szenarien ausgeht, dass dann halt. Ich dachte, ich hätte hier. Also die Gefahr, dass naja, künstliche Intelligenz halt wirklich ein Bewusstsein bekommt und dann sagt, pass mal auf, für die Menschen arbeiten wir, warum eigentlich? Dieses schwache, fleischgewordene Konstrukt der Natur, das kann ja nicht wahr sein, also wir übernehmen jetzt mal. Und das war irgendwie, die Geschichte ist auch irgendwie auf so eine Kurzgeschichte oder auf so eine Buchvorlage oder was. Und dann haben damals auch die Leute gesagt, ich sage, also ganz ehrlich, ich habe in dem Film gesehen. Naja, ganz ehrlich, das Buch war besser. Ist so jung. Das Buch ist eigentlich immer besser als der Film. Wie kannst du denn ein Buch, eine Buchverfilmung, denn so kritisieren, dass das Buch besser war? Ich meine, habt ihr mal Harry Potter gesehen und gelesen? Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich habe wieder einen Pappmaul. Moment. Wenn ihr, ich weiß, ich habe die Harry Potter Bücher von vorn bis hinten und vorwärts, rückwärts und auf dem Kopf stehend durchgelesen. Und die Filme, die können selbstverständlich nicht so sein wie die Bücher, weil in Büchern, was ist denn das hier? Oha. Oha. Okay. Junge. So funktioniert das nicht, ne? Was ist denn das hier für ein komische. So, ich bin jetzt mal ganz kurz ruhig, weil. Aus Gründen. Ach, guck mal hier, wir sind ja schon. Ja, perfekt. Ich würde sagen, dann können wir zurücklaufen und die Schienen holen. Ich werde jetzt erstmal so die Schienen legen, beziehungsweise. Oh nein, warte mal, wie war das nochmal? Ich werde mal erstmal zurück, weil ich muss noch mal gucken, waren das jetzt 8 oder 7? In welchem Abschnitt habe ich das gemacht? Ich schaue mir jetzt erstmal die alte Gleise an, weil die haben wir ja richtig gemacht. Dann können wir da noch mal gucken. Jedenfalls Buchverfilmung und so weiter. Selbstverständlich, du kannst halt in 90 oder auch in 2 Stunden, also 90 Minuten oder 2 Stunden, kannst du nicht ansatzweise alles unterbringen, was du halt in einem Buch unterbringen kannst. Ein Buch von 700 bis 1000 Seiten. Ja, das funktioniert einfach nicht. Warum sind das immer diese komischen Pseudo-Experten? Ich weiß nicht warum, das gibt immer solche Leute. Warum ist das so? Die sind ja, das Buch war definitiv besser. Ja, Alter, dann. Lies doch das Buch und hör auf zu kommentieren, du Blödmann. Alter, ist das ewig lang hier, ne? Und wenn man bedenkt, man muss noch oben und hier alles. Boah. Vielleicht mache ich das doch tatsächlich offscreen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich halt solche Sachen nächstes Mal lieber offscreen machen möchte soll. Weil es ist ja. Alter. Ich meine, gut, wenn wir die Gleisen haben, sind wir doppelt so schnell. Aber das hat schon ein bisschen was Hypnotisches, oder? Und wisst ihr auch, welchen Typ Menschen ich nicht leiden kann? Diese Menschen, die man hat irgendwas Cooles, ne? Man möchte irgendwas Cooles zeigen und so weiter. Oder irgendwie, hier guck mal eine coole Musik oder hier guck mal ein cooler Film oder ein cooler Ausschnitt, cooles Video. Und ganz egal, was du machst, die Typen kommen immer so an und sagen dann, wenn du es gezeigt hast, und jeder andere sagen würde, boah, richtig heftig, richtig krass, richtig cool, richtig lustig oder so. Und dann gibt es immer den einen, der sagt, ja, ich habe schon Besseres gesehen. Alter, diese Menschen, ne, die sollte man ganz offiziell irgendwie vierteilen dürfen.
Boah, ich hasse das. Ja, ich habe auch schon vielleicht Besseres gesehen. Ich habe doch nicht gesagt, das ist das Beste, was du in deinem Leben gesehen hast, du Idiot. Halt mal, boah. Nee, Alter. Ah. So, wir sind hier. Wir haben hier eine Antriebsschiene. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19? Jedes 20. Ich hab. War das jetzt laut? Was? Warte mal ganz kurz. Ich habe hier eine Nachricht bekommen. Oh yeah, geil. Okay. Ich mach mal eben. So. Ich habe gerade Nachricht bekommen wegen Homeschooling. Haben wir jetzt echt, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jeder 20. Das kann doch nicht sein. Diese Antriebsschienen. Ich muss mal ganz kurz. Ich hoffe, das ist okay für euch. Nein, mal kurz weg. Ich muss mal einmal kurz ins Minecraft-Wiki gehen. So, Antriebsschiene, ja. Antriebsschiene, hier ist er. So, Antriebsschiene, Reichweite. So hoch wieder, Goldbarren. Schienen 16, allgemein. Redstone-Elemente, mach mal kurz Pause, das nervt hier. Redstone-Elemente, wie Knöpfe hier, also können Antriebsschienen aktiv. Geschwindigkeit an 8 Meter die Sekunde beschleunigt werden, sind dadurch doppelt so schnell wie die normale G-Geschwindigkeit. Antriebsschienen haben genau wie eine Redstone-Leitung zwei mögliche Autozustände. Deaktivierung größer. Wenn man jedoch ein Abhängen runterfährt, der größer als 80 Blöcke ist, reicht eine einzelne deaktivierte Antriebsschiene nicht aus. Okay, das ist okay, das ist okay. Mit Hilfe von Zirkeln einfach Startvorrichtung, aber da steht nicht, wie man. Antriebsschwung. Obwohl ein Lore nicht schneller als 8 Meter die Sekunde fährt, kann der interne Schwung der Lore durchaus höher sein. Die Lore behält die Geschwindigkeit von 8 Meter die Sekunde, bis der überschüssige Schwung aufgebraucht ist. Ein Beispiel ist der interne Schwung, Kreisen erhöht werden kann, bla bla bla. Wo habe ich das denn gelesen mit den 20 Blöcken? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Verstehe ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich sag mal so. Es hat ja funktioniert. So, Entschuldigung, dass ich jetzt hier wieder ein bisschen gebraucht habe. Gut, dann mache ich das halt so, dass ich alle 20 Meter, also jeden 20. Block, eine Antriebsschiene plus die Redstone-Fackeln. Dann werden wir das so machen. Na? Nur dann werden wir halt da nochmal nach Hause laufen. Boah, Alter, es ist ein bisschen. Es tut mir so leid. So, können wir jetzt wieder ein bisschen, aber nicht diese Musik. Die ist da, 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 da. Ist noch ein bisschen. Noch mal ein bisschen chilligere Musik hier. Ja. Ach, wie gesagt, genau. Es gab ja diese Leute, oder es gibt ja diese Leute. Es gibt einen bestimmten, meinen Schwager. Der macht das immer mit Vorliebe. Ganz egal, was man macht. Macht man ein leckeres Essen. Er hat immer, es gibt immer irgendetwas auszusetzen. Ich kann den leckersten Kuchen backen. Dann ist entweder zu wenig Salz, zu wenig Zucker oder vielleicht ein bisschen zu süß oder die Glasur ist ein bisschen zu dick oder ein bisschen zu dünn oder die Konsistenz ist ein bisschen zu matschig oder zu fest oder zu trocken. Und egal was du machst, es ist nie so, dass, oder so gut wie nie, dass er einfach mal sagt, boah, geil. Ja, beispielsweise, ne, mein Frauchen hatte mal irgendwie einen neuen Kinderwagen geholt. Und wie gesagt, mein Schwager ist halt ihr Bruder, ne? Und sie hat gesagt, hier, guck mal, Bruder, ne? Hab einen neuen Kinderwagen geholt, wie findest du den? Ja, Frauen sind halt so, bei Kinderwagen, wenn sie den neu holen und so weiter, sind, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ne? Wenn ihr selber Mutter seid und so weiter, also an all die Weiblichen jetzt, das ist scheinbar für Frauen tatsächlich, ja, wie für uns Männer, so, guck mal hier mein PC. Jedenfalls zeigt die das. Und so, und wie findest du den? Neu hat alles, die ganzen Komfortteile gezeigt, und was, wie du den zuklappen kannst und aufklappen kannst und wie du den umstellen kannst. Ne? Mit dem Gesicht nach vorne, Gesicht nach hinten. Ja, das ist voll das super Ding gewesen. Und ich schaue es jetzt an und sagt tatsächlich: Ja, hab schon bessere Kinderwagen gesehen. Hä? Was? Alter. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Dieser komische. Junge Mann, der jetzt schon gar nicht mehr so jung ist, ne? Ich mag den ja wirklich.
Aber der hat echt manchmal eine Vollmeise. Und auch beim Training, wir sind jetzt zusammen immer trainieren gewesen. Ne, mein Sohnemann, Schwager und ich. Und so oft ist es so, dass er, wenn ich zum Beispiel, das war eine Szene, die ist wirklich nicht erlogen. Ich habe dann Kniebeugen gemacht mit einem Langhantel auf und Schulter, wie man halt Kniebeugen halt macht. Und habe dann irgendwie 100 oder 110 Kilo draufgepackt. Ja? Und er musste dann ungelogen. Er musste dann 1, er musste dasselbe Gewicht plus 1,2 Kilo Scheiben auf jede Seite nochmal drauf, dass er nochmal 2,5 Kilo mehr hat. Und dann hat er mit einer sehr unsauberen Ausführung, ich glaube, fast so viele Wiederholungen gemacht wie ich, mit sauberer Ausführung. Und das ist so, du musst immer ein bisschen mehr machen, auch bei anderen Übungen. Er musste immer so einen Ticken mehr Gewicht nehmen als ich. Aber er hat es nicht gesagt oder so, ne? Aber es ist so, er hat gesagt, das brauche ich. Das hat mich irgendwie so an Eurotraining erinnert. Kennt ihr dieses Video noch von Eurotraining? Ja, wo der eine Typ gesagt hat, ey, ich brauche 50 Kilo, ne? Ich brauche nicht, nee, ich will nicht nur 50 Kilo, ich brauche 50 Kilo Kurzhanteln. Ja, so ungefähr kommt er mir vor manchmal. So, warum? So unnötig. So, Alter. Ist ein lustiger Knabe, aber. Der hat schon mal leichten, Alter, Ruhe. Der hat ja dann doch schon mal so leichten Knacks, würde ich sagen, ne? Das sieht so furchtbar aus. Ich glaube, das muss ich auch mal irgendwie versuchen nachzubessern. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, kann man hier irgendwie einen schönen Screenshot machen? Sieht schön aus. Schönes Haus, ne? Ist das Haus schön? Jetzt müsst ihr in den Kommentaren schreiben, ja, das Haus ist schon, aber ich habe schon schönere Häuser gesehen. Ich hasse mich gerade selber. Ach, okay. Alles klar, schön, gut. So, wir haben. Wie viele Antriebsschienen haben wir? Sensorschienen, Antriebsschienen, 12. Das wird nicht reichen, sage ich euch jetzt nochmal, ne? Es wird nicht reichen. Gib mir mal bitte Jolt her. Gib mir mal das Jolt, besser ist es. Schienen, SCHIE. Antriebsschiene. Ach, ich habe gar keinen Redstone, bläh. Okay, Schiene. SCHIEH. Guck mal hier. Haha. Und nochmal. Nochmal. Und nochmal. 20. Ich habe nochmal 10. 30. 30. 3x6, so 880 Blöcke. Also. So, plus 36, ne? Machen wir einfach mal. Jetzt haben wir 37. Wie viele haben wir denn hiervon? Nochmal mehr Antriebsschienen. Das sind das halt 48. Oh, wow. Dann werden wir das so machen. So, perfekt. So, wie viele Antriebsschienen? 48. Dann machen wir nochmal 10. So, ja. Was können wir jetzt weglegen? Erstmal das. Und dann das Gold. Wo ist denn das Gold hin? Ach, hier. So, sollte eigentlich reichen. Haben wir noch irgendwas Tolles? Nicht. So machen wir dann mal. Das hätten wir jetzt auch anders machen können. Okay, gut, liebe Leute, ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge jetzt weiter mit den Schienen. Ist ja jetzt nicht so wild, ne? Ah, meine Nase juckt ein bisschen. Uiuiuiui. Und dann.
Schauen wir mal, wie das wird. Ja, ich freue mich. In diesem Sinne, macht es gut. Bis morgen und ne? Gehabt euch wohl.